Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video und heute zeige ich euch, wie ihr die Packer Punch freischaltet. Natürlich müssen wir zuallererst mal ein paar Punkte sammeln, weil wir müssen natürlich auch einiges an Türen aufkaufen und deswegen werden wir jetzt einfach mal so ein paar Runden spielen, bis wir genügend Punkte zusammengesammelt haben. Habt ihr das getan, dass wir schon so ein bisschen Punkte stehen haben, kaufen wir die verschiedenen Türen hier auf und gehen hier den Weg entlang. Also ich zeige euch hier auch den direkten Weg, wie das Ganze geht. Wir brauchen natürlich dafür auch den Strom, machen jetzt hier Tür für Tür auf und gehen einfach mal Richtung Strom. Jetzt haben wir hier gerade mal den Bunker auf, sind jetzt auch gleich beim Strom. Gehen links entlang, da geht es eigentlich recht schnell. Vor allem ist es da ein bisschen billiger, nenne ich es mal, auf der Seite. Und jetzt gehen wir einmal hier die Stromtür aufkaufen und noch die beiden Terminals danach anschalten. Habt ihr beide Terminals angeschaltet, öffnet sich eine Anomalie, in der ihr reingehen müsst. Und das Ganze werden wir auch machen. Ihr seht, ich starte die gerade. Und dann geht es weiter, dass wir einen Weg entlang laufen. Zum Teil von der Packer Punch. Wir müssen nämlich hierfür einen Teil aufsammeln. Den Weg seht ihr jetzt gerade, welchen ihr da lang gehen müsst. Und ihr braucht auch noch ein paar Punkte, weil wir zum einen noch eine Tür aufkaufen müssen und zum anderen auch fürs Teleportieren nachher auch nochmal 500 Punkte brauchen. Wichtig ist natürlich auch, das Ganze geht nach Zeit, also ihr seid immer nur begrenzt in Aether, deswegen solltet ihr euch da beeilen. Jetzt sammeln wir das Teil auf und gehen wieder zurück zu Packer Punch und setzen das dort ein und dann bekommt ihr auch schon die Trophäe, dass ihr die Packer Punch freigeschaltet habt bzw. zusammengebaut habt und werdet auch automatisch wieder aus dem Äther teleportiert. Und das war's dann auch schon mit dem Video. Hat euch das Video gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder schreibt was in die Kommentare. Ich würde mich natürlich auch freuen, solltet ihr ein Abo da lassen, um einfach nichts mehr von diesem Kanal zu verpassen. Und dann hören wir uns spätestens im nächsten Video.